Kieler sind heute wieder gegen Krebs gerudert. Die Benefizregatta fand in der Landeshauptstadt jetzt zum vierten Mal statt. Sie ist eine bundesweite Initiative der Stiftung Leben mit Krebs. Veranstalter in Kiel sind die Rudervereine gemeinsam mit dem Krebszentrum Nord. Ministerpräsident Thorsten Albig war mit an Bord. Auch in diesem Jahr gab er als Schirmherr wieder den Startschuss zur Benefizregatta Rudern gegen Krebs. Rund 350 Teilnehmer, darunter auch Ärzte, Pfleger und Patienten, traten auf der Kieler Förde mit 70 Booten gegeneinander an. Mit dem Erlös der Aktion sollen am Krebszentrum Nord Sportprogramme für Krebspatienten finanziert werden. Eine großartige Möglichkeit, den Körper zu rehabilitieren, die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen, Nebenwirkungen der Therapie abzumildern und vor allem Lebensmut zu gewinnen. Insgesamt 35.000 Euro aus Startgebühren, Sponsorengeldern und Spenden sind heute zusammengekommen.